In der letzten Folge des 111er-Projekts hat Thomas mir seinen 111 Lips Nature Design Bogen von Falkenholz überlassen. Was inzwischen einen so markanten Einfluss auf mein Leben zu haben scheint, dass mir die Zahl 111 überall über den Weg läuft. Danach starteten direkt die ersten Schießversuche. Wow, Angeber, hä? Das Kennenlernen meiner neuen Wegbegleiterin mit meinen Freunden. Und ein physiotherapeutischer Gesundheitscheck bezüglich der Auswirkungen des hohen Zugewichts auf meinen zärtlichen Körper. Circa 2 Monate nach der ersten Begegnung mit dem Bogen geht in diesem Video der Weg weiter. Der Weg des 111er-Projekts. Als nächstes wollte ich wissen, ob der Bogen tatsächlich die angegebenen 111 Pfund hat. Und für mich noch wichtiger, wie viel hat er bei meinem Auszug von 29,5, sofern ich ihn überhaupt mal so weit ziehen würde. Mit Schokokuchen bewaffnet machte ich mich auf eine lange Reise zu den Erschaffern von Falkenholzmonster. Naja, zum Glück fahre ich zu Falkenholz nur 1,5 Stunden und nach einer kurzen Kaffee- und Kuchenpause machten wir uns auch direkt an die Messung. Ist das nicht cool? Oh, ist das nicht cool? Das ist geil. Also der Schaft hat 81,5. Das sind 71,5 sind 28 plus 10. Der hat dann zwar, der ist voll die Länge, der hat 230. Ja. Das ist ja 20er Standhöhe. Das ist ja der Losstand. Ich kann mir direkt einen Nachtrag stellen mit leichten Fehlern. Ja, mit dem 111. So, du musst sagst, wenn der Zoll vorne übersteht, haben wir bei 31. Muss der Thomas so eine Unterschrift drauf machen? Jetzt? Okay. 31 und? 108. Okay. Und 111 verloren, ne? Ja, ja. Mein Gott. Ja. Sagen wir mal, das ist jetzt auch im Grenzbereich von der Wahl. Okay, die Messung spuckte also 108 Pfund auf 31 aus. Falkenholz misst jetzt mal nach, wie viel Zuwachs an Zugstärke der Bogen ab 28 Zoll pro Zoll zunimmt und wie viel Pfund er überhaupt auf 28 hat. Normalerweise auf da ist, ja. Ne? Mal langsam. 28. Hier. Langsam. Jetzt genau. Jetzt bin ich 4 Zoll, wo ich drüber hinausstehe. 92,5. 92. Jetzt drücken wir auf 0, dann gehen wir 2 weiter. Dann sehen wir, kann man sie ablegen. Weiter will ich hier noch. Ja, Zoll ist. Ja, das sind 4,4 Pfund pro Zoll übernimmt von 28 auf 29. Jetzt machen wir mal von 29 auf 3. Warte mal. Da steht, ja. Gehen wir her, 3 Zoll drüber, so ist richtig. Ja, mächtig. Ja, okay. So, jetzt bist du bei 3 Zoll drüber, jetzt machen wir nur 1 Zoll. Das machen wir ungefähr bis hierher, ne? Gut. Und dann nimmt er 4,9. Also von 4,4, das nächste Zoll ist schon 5, fast 5 Pfund zu. Naja, so. Na, und jetzt, wenn es nochmal auf 230 Zoll Auszug aufgehen wird, dann nimmt er wahrscheinlich 5,5, gute 5,5 Pfund nochmal. Ja. Das ist. Und das ist auch genau das, so wie man den 150. Das hängt bei dem Zugewicht eine kleine Fertigungsfrage. Und dann misst du Zoll für Zoll. Je nachdem, wie warm es ist, reagieren die Wagen. Der Rest gibt hinaus bei 150 Pfund. Wenn Thomas Brugger den Bogen auf 31,5 Zoll zieht, kommt er hier locker auf seine 111 Lips bei dem Zuwachs an Zugstärke. Man muss hier wirklich berücksichtigen, dass Messungen in diesen Zugbereichen oft wirklich ungenau sind. An einer anderen Waage hatte der Bogen sogar plötzlich mal 120 Lips. Bei der nächsten Messung bei Falkenholz hat der Bogen bei 28 Zoll wie zuvor 92 Lips 92. Und bei 29 Zoll dann doch 99,2 Lips. 99, ja. Bei 29 hast du 99. Und das macht es wirklich so schwierig, hohe Zugewichte exakt aufs Pfund genau zu messen.
Aber ist das wichtig? Letzten Endes sind die Zahlen für mich nicht sonderlich relevant. Ich habe noch nie eine Waage mit ins Restaurant genommen, um mein Steak nachzuwiegen. Wenn es geschmeckt hat und mich gesättigt hat, war alles gut. Und so weiß ich, ob 108, 111 oder 120 Lips, der Bogen ist heftig und verlangt einem einiges an Training ab. Das Wichtigste für mich war ungefähr zu wissen, was der Bogen bei meinem Auszug hat, den ich anstrebe, 29,5 Zoll. Und hier können wir wohl von knapp über 100 Lips ausgehen. Das macht es leichter, einen Pfeil zu bauen, der das nötige Gewicht erfüllt. Denn wie wir wissen, ein zu leichter Pfeil ist schädlich für den Bogen, da zu wenig Energie auf dem Pfeil übergeht und zu viel Energie im Material zurückbleibt. Aber wie viel GPP würde Falkenholz für so einen Bogen eigentlich empfehlen? Ich bin darum herauszufinden, der Tom quält sich ja bewusst mit seinem leichten Setup. Ganz klar. Wie schießt sich der Bogen noch mit einem leichten Setup? Das sind ja solche Dinge. Klar. Aber das sollte jetzt keiner machen, der langsparsam ist. Nee, wenn er langsparsam ist, sollte er den mal so nicht machen. Genau. Weil, was würdest du da dann empfehlen? Bei sowas. An GPP. GPP habe ich noch nie interessiert. Alles, wenn der Bogen mit dir spricht. Egal wie, solange der Bogen ein geiles Schussgeräusch und ein geiles Gefühl ist, alles gut. Ob das jetzt 6,5 sind, 5,0 oder. Das kannst du dann hinterher, wenn du den Pfeil hast, der gut fliegt, wo sich der Bogen gut anhört, dann kannst du das wirklich wieder aus. Das heißt, wenn er irgendwann laut wird, dann passt er. Dann passt er. Die Bitterkeit nach 8 GBP, ne? Dann merkt sich eigentlich, wenn der da. Weil die natürlich anders aufgebaut ist. Ja, genau. Ja, die ist ein Jagdbogen. Genau. Das ist ein Jagdbogen, der ist auf schwere Pfeile gebaut. Ja. Das ist die DNA von der Mit einem 111-Pfund-Bogen fällt man auf dem Bogenparcours natürlich auf. Das Interessante waren die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen. Die einen waren total begeistert und wollten das Ding unbedingt mal ausprobieren. Alter! Kann ich aufnehmen? Ja, ist okay. Würde auf Bogensport Extrem nämlich dann auch kommen. Und auf diversen Pornoseiten. Oh, hab. Oh, tut mir leid. Alles gut. Aber es ist krank, oder? Also Anton ist da nicht so da. Ja, das ist krank, das Ding, das stimmt. Ach halt, ich habe ja deinen Bogen. Ja. Ja, ich am Ende mit drei Bögen. Sehr gut aufgefallen. Ja, treffen kann man damit. Treffen kann man damit, ja. Das haben wir schon probiert. Ja, der ist böse, richtig, richtig ekelhaft. Alter, krass, ey. Heftig, oder? Der ist echt übel, ja. Shit. Ja, komm, es ist gefilmt. Ja, ich wollte, bist du mal. Ganz ehrlich, oder? Und naja, andere Menschen reagierten eher abgeneigt. Nee, ich sehe, da kannst du nicht hindern, dass ihr euch da alles kaputt macht. Also, das hat ja nichts mit Bogenschießen zu tun. Persönlich hatte mich noch interessiert, mit welchem Material Falkenholz die Wurfarme verstärkt, um sie massiv genug zu machen, um solche Zugstärken überhaupt auszuhalten. Alles das, was in einem normalen 30 Pfund Wurfarm eigentlich auch drin ist, bloß mehr Dimension. Sonst würde ich Auszugsverhalten bei so einem schweren Bogen völlig anderes sein als bei anderen Falkenholzbögen. Also Sebastian und ich, Monsterbogen Challenge hier. Gleich lang im Anker bleiben, oder? Ja, 30 Sekunden, oder? Fick dich. Ich hab besser getroffen als du. So, jetzt mal die passenden Pfeile direkt bei Steve Kuhn bestellt. Für einen 111er. Sturmvogel, Rot Camo, passend zum Bogen. Ultra schnell auf jeden Fall. Viel zu leicht natürlich und ultra schnell. Die nächste Reise führte mich nach Walldürn in die Lindenstraße. Nein, ich habe keinen Gastauftritt in der Serie. Chris Meidel hat mich zur Eröffnung seines Bogenladens eingeladen. Wie er mir sagte, haben die Dorfbewohner lange spekuliert, was er neben dem Gasthaus seiner Eltern aufzieht, und lange hielt sich das Gerücht eines Bordells oder Swingerclubs. Wäre sicher cool gewesen, aber was er letztlich dort anbot, war auch verdammt cool, und zwar eine Archery Time Arena. Archery Time ist ein immersives, interaktives Bogen-Kinosystem, welches aber anders als alles, was es bisher auf dem Markt gibt, durch Multisensorik genau erkennt, wo der Pfeil einschlägt und die Objekte direkt darauf reagieren. Sauber, Nina. Alles gut. Der Mischa Schütz aus Bamberg. Habe ich eingeladen, auch über die Jahre ein sehr guter Freund geworden, wir haben uns über das Bogenschießen kennengelernt und mittlerweile ist eine Freundschaft draus geworden. Hammer. Also, ein Bogenschießen verbindet. Das muss man ganz wichtig sagen. Der hat für euch heute auch was dabei, ein Monsterbogen mit 111 Pfund. Wer es ausprobieren will, darf noch einmal gerne mal drin Probe ziehen. Ich würde mich wundern, wenn es einer von euch schafft. Also, hältst hier einen Arm und ziehst ganz einfach hier die Sehne einfach nach hinten. Okay? Am besten hier Tabak. Und nicht loslassen. Oh, ist das schwer. Ich hab zu wenig Muckis da oben drin. Ja, ja.
Ich bringe ihn nicht einmal so weit. Du, wie machst du? Das ist eine Gewalt, ne? Ja. Komm, zeig mal. Ich bin stolz drauf, dass ich mir. Na, zeig sie, ne? Hey, zeig sie, ne? Gut, du ziehst ihn bestimmt. Ja, aber wie weit muss er hin da? So fliegt der wahrscheinlich auch schon. Ja, 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 das fliegt so auch schon tatsächlich. Nina macht dich nicht kaputt, ne? Weil der eine Spannung hat er. Und was hat. Muss man sich eintrauen. Oh, oh. Aber Respekt, gut gezogen. Ja, ja. Ein dreimal da. Gell, Mama, du musstest da auch. Ja. Das ist deine Mama. Aber es ist eine Gewalt, ne? 111. Archery Time verbindet Bogenschießen mit interaktiven Projektionen in Echtzeit. Jetzt 27. Präzise Erfassung, das Tracking und interaktive Medienkulissen bieten völlig neue Möglichkeiten. Von leidenschaftlichen Bogenschützen entwickelt, reicht Bogenschießen ein ganz neues Level. Das Konzept? Mit Hilfe von Beamer und PC entsteht eine interaktive Medienwelt, die es mit echten Pfeil und Bogen zum Schießen gilt. Abhängig von der Schusswand sind Werte im Durchschnitt von 16 bis 90 Pfund möglich. Und seit neuestem sogar 111 Pfund. Sehr gut. Archery Time macht wirklich richtig Laune und die Technik dahinter ist beeindruckend. Apropos Technik, je weiter ich mit dem Bogen kam, je mehr ich mich darüber informierte, kristallisierte sich auch heraus, dass nicht nur die Kraft ausschlaggebend ist, sondern auch die richtige Technik, wie so oft im Leben. Es ist tatsächlich das Schonendste für die Gelenke, einen seiner größten Muskeln mehr in die Sache mit einzubeziehen. Den Latissimus, den breiten Rückenmuskel. Speziell in einer alten, verhunzten, da zu früh ausgelösten Slow-Motion-Aufnahme von Thomas Brucker erkannte ich, dass auch er durch eine spezielle Bewegung beim Ausziehen den Latissimus aktiviert bzw. vermehrt mit einbezieht. Mit dieser Erkenntnis und weiterem Training kam ich nach 3 Monaten und 26 Tagen an diesen Punkt. Kriege ich das Ding jetzt tatsächlich in meinen Anker? Das Training hat sich also gelohnt. Und naja, die Erfahrung, welche Power der Bogen in einem Bereich über 100 Lips hat, ist wirklich unglaublich. Getroffen, klar. Getroffen. Ey, mir kommt das so vor, als würde ich loslassen und der Pfeil wird von vorne. Das ist irre, wie schnell die Pfeile sind. Die durchbrechen, glaube ich, irgendeine Lichtmauer oder so. Schick. Ich glaube, bestätig mal, ich glaube, der ist richtig schön im Kill bei mir. Ja, auch. Auch bei dir, bei ihm auch. Ja, und wenn man das Ding dann wirklich einen Ausdruck bekommt, ist übel. Schaut mal hier runter. Also, ich habe jetzt hier mal den Test. Schwerer Pfeil gegen leichten Pfeil. Hier hatten wir jetzt einen GPP von 3,3, 3,4. Ungefähr, ja, 3. 339,6 haben die vom Steve. Und hier habe ich jetzt einen Pfeil bekommen. Full Metal Jacket. 250er Spine. 10,04 Grain. Wie war der Pfeil jetzt? 1004. Okay. Mhm. Grain. Ja. Ein GPP von über 10. Genau. Das ist schon mal deutlich, deutlich leiser. Der Bogen ist deutlich ruhiger. So, hier sieht man es. Beide schön im Kill. Da sieht man schon, obwohl der Pfeil länger ist, ist er ein bisschen weiter drin. Und hier am Ende, der schaut hier raus. Und dem anderen ist irgendwie nichts zu sehen. Also, ja, keine Ahnung. Ist schon ein deutlicher Unterschied. Ist schon ein deutlicher Unterschied, wie weit er drin ist. Ja, komm. Okay. Bis zur Backe, los. Ist geil, oder? Ist geil, oder? Respekt. Ja. Macht Spaß, oder? So kann es auch mal Schuss hin. Darauf bin ich nicht noch hin. Komm, Marina. Ja. Ja, jetzt zieh doch mal. Ich mach das mit dir einiges.
Was kann denn das Ding dann nochmal halten? Ja, das wiegt schon 111 Pfund. Das ist. Ja, natürlich. Das ist ja noch leichter. Schaffst du? Du hast nur 36 Pfund. Was ist los mit dir? Wie machst du das, ey? So, Micha. Nee. Muss ich wieder weiter trainieren. Ja. Jeder hat seine eigene Philosophie und das ist auch vollkommen okay. Thomas steht auf hohe Pfeilgeschwindigkeit, ich bevorzuge Durchschlagskraft. Und ein schwerer Pfeil enthält mehr kinetische Energie und ist zudem schonender für den Bogen. Also führt er meinen Weg wieder zur Pfeilothek. Jetzt will er wieder alles. Nur Gewicht, recht die Scheiße da. Puschelchen? Oh ja, für was wiegen die? Nix. Ja, dann mal so 716 Gray. Das sieht doch super passen. Wer befiedert? Doch, wir schauen zu. Du wolltest ein lustiges Video machen. Ja, ihr zwei könnt es besser. Hast du vierfach, ja, ne? Ja, ich hab vierfach. Nee, ich meine Metzger. Ja, ja. Schau mal die vier Sturmis. Sturmvoglis. Frontlastig? Der hat 5,5. Was sagen Sie dazu? Kannst du hinten noch Insert reingehen? Ich schneide mal ab. Ja, das passt. FOC für gut befunden? Gut, dann probieren wir das Ding mal aus. Ja, doch, wäre jetzt schlimm. Thomas hatte schon öfter bewiesen, was der Bogen zu leisten imstande ist. 323. Ich wiederum konnte den Bogen zur damaligen Kroni-Messung noch nicht ganz ausziehen. Fehlt ein bisschen Auszug. Mhm. Ne? Ja. Mal sehen, ob ich nicht die. Guck mal. Fühlen wir mal, guck mal, wie weit ich den Kinder hat. Das sieht man. Auszug und Wirkung. Ne? Mhm. Geh mal da das hin. Ist dein. Da ich den Bogen jetzt inzwischen beherrsche, hat Chris jetzt seinen Kroni mitgebracht. Fangen wir mal mit dem Leichten an, oder? 230 mehr, ne? Also wir hätten nachgemessen im Fanula-Messgerät zu helfen, ist nur schief zum Fanula. Zwei. Yay! Yeah. 150. Soll ich? Der ist auch bis durch. Oh, Alter! Ja, klar. Also Metzger meint, auf die Länge kommt es nicht an, aber bloß mal zum Beweis. Also die Pfeile, die leichten, die haben 29,5. Dann haben wir den Kuschalpfeil, da habe ich mir noch gedacht, ich habe den ziemlich weit gezogen, dafür, dass der sehr lang ist. Also der hat trotzdem auch 32,5 Zoll. Das ist eigentlich schon eine Ausnahme. Die, wo wir gerade gebaut haben, die sind einmal richtig heftig. Die sind bei 33,75 Zoll. Also es ist verwunderlich, dass ich damals mit 25 Zoll Auszug schon 213 Feet per Second schaffte und jetzt nur 230 bei 29,5 Zoll Auszug. Möglicherweise lag es an der neuen Zähne, die nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, an den Zähnedämpfern oder auch am Kroni selbst. Vielleicht war ich an dem Tag aber auch nicht sonderlich gut in Form oder erschöpft und hatte einen miesen Ablass. Da ich mich ein paar Wochen vorher von Sebastian durch ein gutes Angebot zur Anmeldung im Fitnessstudio habe überreden lassen. Bei der Anmeldung stieß ich auf jemanden, der im September auf der Strongmanburg war und dort auf Thomas Brugger stieß und das erste Mal ein Bogenschoss, Konstantin, welchen ich davon überzeugen konnte, sich am 111 Lipsbogen zu versuchen. Ey, leck mich am Arsch. Der ist übel, ne? Er ist geil, aber ich treffe besser. ich treffe. Aber. Besser geht's noch. Machen wir mal Cloud-Schuss, erstmal mit dem leichten Pfeil. Steh nicht. Der weiße Ganze. Der war zu steil schon.
Brauch mich mal nach für die Cloud-Pfeile. Brauchst du mich? Nee, oder? Nee. Weißt du, wie weit es ist? Na, 125 Meter oder sowas waren das. Also da, der erste Weiße ist 125, der hintere ist 165. Ach, so weit laufen. Ah, das sind meine. Siehst du meine? Komm mal mit, Rüstung. Als würde ich hier stehen bleiben, was? Ich denke, wir sind dumm, ne? Ja. Das ist jetzt hier wie weit? Und das wären dann? Ja, das sind nochmal 25 Zuwachs. 180 sowas. 180 und der ist nochmal ein bisschen. Das ist dann 200, oder? So weit 200. Okay, interessant. Hast du alle? Ja, interessant. Da erlebt man heute richtig was. Da ist richtig was los. Ganz viele bewegliche Ziele. Nein. Natürlich nicht. Brina versucht den 111-Pfund-Bogen zu ziehen. Ja, schaut doch schon gut aus. Schaut so aus, als zieht der Bogen. Ach ja, Thomas erwähnt es ja auch schon öfters. Das Nachhalten des Bogens ist bei diesen Zugewichten wirklich gar nicht so einfach, da der Bogen einfach den Bogenarm nach unten reißt. Wenn man sich das Ganze aber auch in einer Slow-Motion-Aufnahme anschaut, merkt man doch, dass selbst die schweren Pfeile schnell genug sind und das Bogenfenster verlassen haben, bevor er den Arm nach unten reißt. Ja, heute waren wir auf dem Parcours mit dem 111er. Ist bei so einem Wetter gar nicht mal so geil. Das Ding ist nicht zum Spaßen. Ne? Okay, drüber. Ja, das passt. Das lassen wir ganz, ganz vorsichtig ab. Boah, ja. Natürlich auch ein bisschen rutschig. So, gut. Ich persönlich tendiere immer dazu, Takedowns auseinanderzuschrauben bei so einem Unwetter, weil Wasser kommt einfach überall durch. So, Chris, deine Christbaumkugel-Challenge aus 15 Meter dieses kleine Pizzeteil zu treffen, total bekloppt. Ich bin natürlich auch, ne? Mich würde es überraschen, wenn du was anderes erwartet hättest, total bekloppt. Ich mache es mit 111 Pfund Bogen. Ja. Mal schauen, ob das was wird. So, Schuss Nummer 2. Ja, was ist mein Fazit? Was nehme ich aus dieser Reise mit? Zum einen muss ich zugeben, dass es wirklich irre Spaß macht zu sehen, was ein Bogen mit über 100 Pfund an Power hat, wenn man diese beherrscht. Hier sind wir aber auch schon beim springenden Punkt. Sowas ist kein Bogen, den man alle paar Sonntage mal rausholt und gemütlich am Parcours damit läuft. Um das zu beherrschen und sogar Turniere damit zu schießen, muss man wirklich auf einem hohen Fitnesslevel bleiben. Auch wenn mir während dieser Reise auch Leute begegnet sind, die sich erst auf ein solch hohes Zugewicht hintrainieren und dann von mir gefilmt werden wollten, wohl um den Anschein zu erwecken, dass sie schon nach ihrer Geburt solche Bögen mit der Nabelschnur aufspannen und schießen konnten. So etwas war aber nie die Intention dieser Videoreihe. Und das ist auch schon mein persönliches Fazit. Ich wollte sehen, wie weit ich kommen kann und ich bin stolz, diese Herausforderung gemeistert zu haben und das ohne Schäden. Das sieht man jetzt immer noch ein wenig, aber das ist wirklich alles nicht so gut. Das ist jetzt wie ein bisschen mehr wie bei einem extremen Sender. Okay. Ein bisschen mehr. Gut, okay, weitgehend ohne Schäden. Inzwischen kann ich sogar Thomas 125 Lipsbogen ankern, auch wenn dieser meine Muskulatur noch ordentlich zusammenstaucht und ich daher auf eine niedrigere Auszugslänge komme. Rein Interesse halber habe ich aber noch die 141 Pfund Wurfarme auf mein Griffstück geschraubt, um zu sehen, wie weit ich damit kommen kann. Wollen jetzt mal gucken, wie weit ich damit komme. Projekt 141 also. Boah. Alter! Alter, fuck! Jetzt geht ja gar nichts. Alter! Also ich glaube, 141er Projekt macht keinen Sinn. Jeder muss eine solche Entscheidung aber für sich selbst treffen. Wenn ihr solche Pfundzahlen schießen wollt, macht es für euch, nicht um irgendjemanden was zu beweisen, und passt auf euch auf.
Entspannter schießt es sich mit weniger Pfund. Der 111er wird zwar nicht an meiner Wand verrotten, aber ich werde wohl weitgehend eher Bögen in meiner Komfortzone schießen. Und damit ist das Projekt 111 abgeschlossen und die Geschichte dazu erzählt. Meine letzte Reise auf diesem Weg führt mich zurück zu Thomas Brugger, um meine Fähigkeit mit dem 111er durch Extremschüsse auf dem Parcours in Bad Dürkheim unter Beweis zu stellen. Und um das wird sich die nächste Folge von Bogensport Extrem drehen.